Heidi Klum und Tom Kaulitz, am Ende. Jetzt brauchen sie professionelle Hilfe. Oh je, Heidi Klum und Tom Kaulitz haben sich doch so sehr das große Glück gewünscht. Doch es ist alles anders. Eigentlich hatten sie es sich so niedlich vorgestellt: kuscheln, ein bisschen Gassi gehen, ab und an süß spielen. Ja, als Heidi Klum, 50, ihren Gatten Tom, 34, zum Geburtstag im September mit den zwei Deutsch-Kurzhaarwelpen Uschi und Jäger überraschte, war ihre Welt sicherlich noch rosarot. Doch inzwischen sind das Model und der Musikerin der Realität angekommen, und sie müssen feststellen, die Hunde sind außer Rand und Band. Was kann da nun helfen? Ein Hundetrainer. Und am besten der Tierexperte schlechthin, bekannt aus seinen erfolgreichen TV-Shows, Martin Rütter, 53. Das Paar braucht einen Hundetrainer. Denn Heidi und Tom scheinen alleine einfach nicht mehr klarzukommen. Was ihr Problem ist? Zum einen ist das Essverhalten der Vierbeiner schwer zu kontrollieren. Tom klagt, dass sie ihm die Haare vom Kopf fressen. Auch die beiden Stuben reinzubekommen, ist eine Herausforderung, es gab schon den ein oder anderen Unfall. Die Erziehung will nicht so recht gelingen und Tom seufzt, ich muss mir einen Hundetrainer suchen. Und wer könnte da besser passen als Martin Rütter? Der Tierpsychologe kümmert sich in seiner Sendung der VIP-Hundeprofi um das Verhaltenstraining bei Hunden von Prominenten. Rütter hat sich in der Szene einen Namen gemacht, er ist renommiert, erfolgreich. Er findet, ein Hund ist kein Spielzeug. Er ist ein Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen, über die man sich gut informieren muss. Und gerne hilft er Hundehaltern auf diesem Weg. Für Heidi und Tom könnte das doch die Rettung sein.